Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Rolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Offensiv läuft es für die Frankfurter. Sie haben bislang die meisten Tore gemacht. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Das macht sie selbstbewusst. Die haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Und das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen sie in diese Begegnung. Wo siehst du heute ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf, also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Das war der Anstoß durch Wolfsburg. Jetzt geht's los. Balleroberung. Maximilian Arnold. Sie können es machen. Pfosten. Nee, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Trapp. Auf Freistoß gegen Wolfsburg entschieden. Skiri. Tuta. Trapp hat den Ball. Sie verlieren den Ball. Macht er ihn. Gute Parade. Lovomeyer. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Er blockt die Hereingabe ab. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Sie stören früh, da ist der Ball. Zieht einfach mal ab. Zu früh gestartet. Es geht abseits. Und der Ballverlust. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Er wird geblockt. Gibt Freistoß für die Wölfe.
Gute Aktion jetzt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Vielleicht können sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da, der Druck ist im Moment enorm. Jetzt der Eckball. Ah, klasse geklärt. Lovro-Meyer. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Maximilian Arnold. Arnold! Ball wird abgeblockt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Könnte die Führung werden. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann kommt dieser Hammer. Da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Im Spiel von Bayer Leverkusen gibt es einen Treffer. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Granit Xhaka war der Torschütze. Perfekt getimter Pass in die Gasse. Den schiebt er natürlich locker rein. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 10 Minuten. Ist es das jetzt? Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Jetzt kommt die Ecke. Daraus wird leider nichts. Lovro-Meyer. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Diese kurze Info zum anderen Spiel wurde leider unterbrochen. Bayer Leverkusen macht das Tor. Der neue Spielstand nun 1:1. So, das könnte hier was werden. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. Maximilian Arnold. Arnold! Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Mit viel Übersicht. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Matthias Swanberg hat jetzt Anspielstation. Geht vorbei. Das muss es fast sein. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Das könnte gefährlich werden. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust.
Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Jetzt Götze. Da wäre Platz für den Konter. Oh, das könnte was werden. Gleich kommt der Eckstoß rein. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Ecke Mario Götze. Ah, er kann klären. Jetzt die Flanke. Ballgewinn hier. Fischer. Matthias Swanberg. Schönes Dribbling hier. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. So, vielleicht die Chance nach dieser Hereingabe. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Ball ist oben, abseits. Ball bleibt hängen. Ball ist unterwegs. Tor, da ist es! Damit beträgt die Führung schon 2 Tore. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und dann kommt der Abschuss. Ein echtes Problem ist das dann am Ende nicht mehr. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Da haben sie jetzt Platz. Dribbelt nach hinten. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen. Aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Bore. Jetzt ist der Platz da. Er blockt die Hereingabe ab. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Ja, gibt Ecke. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Flanke an den kurzen Pfosten. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön.
Maximilian Arnold. Ball bei Wind. Klasse, die Balleroberung im Angriffsdrittel. Das war eine einfache Aufgabe für Kevin Trapp. Der Abschluss nicht zwingend genug. Borre. Alleine durch. Kann alles passieren. Stimmt wenig bei diesem Versuch. Distanz ist vielversprechend, aber der Ball ist schwach. Matthias Swanberg. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Maximilian Arnold. Er geht dazwischen. Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Kommt nicht durch, er macht zu. Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Maximilian Arnold. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Da können sie kontern. Borre. Er verliert da den Ball. Meyer. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Geht jetzt in die Mitte. Meyer. Und die Gelegenheit. Ganz sichere Parade. Jetzt kommt die Ecke. Maximilian Arnold. Gut den Ball abgefangen. Die Eintracht hat erstmal Platz auf außen. Ganz alleine die Chance. Super Chance, aber da macht er eigentlich zu wenig draus. Ja, bin ich bei dir, da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Ja, unwiderstehlich. Eckball. Ecke kommt. Das ist der Befreiungsschlag. Aus der Ecke wird also nichts. Jetzt der Schuss. Sichere Parade.
Nächster Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Super, diesen Eckball abgefangen. Das war nicht ungefährlich. Es gibt ein Tor in der Partie der Gladbacher. Wir schalten kurz mal ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Neuer Spielstand damit 1:0. 33 Minuten sind gespielt. Danke für das Update. Da gibt es den Freistoß gegen Wolfsburg. Da ist die Flanke ins Zentrum. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Sie haben den Ball. Platz auf außen. Flanke kommt rein. Klasse abgefangen die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Wind. Das könnte was werden. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Das ist die Möglichkeit. Spielt den Ball. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann dieser tolle Abschluss aus der Distanz. Ist das dann natürlich kein echtes Problem mehr. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Meier. Arnold. Meier mit dem Ball. Kurz vor der Pause liegen die Gäste hier deutlich vorne. Was soll da noch schief gehen? Sie liegen klar vorne, machen hier, was sie wollen. Aus meiner Sicht eine erste Hälfte vom Allerfeinsten. Besser geht's kaum. Er kann es machen. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Jetzt könnte die Chance entstehen. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Geht gut nach innen. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Ja, wird hier gut unterstützt. Könnte gefährlich werden. Weiter viel vorwärts da. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt vielleicht. Fast das Tor.
Er passt gut auf und hat den Ball. Mario Götze. Da können Sie klären. Götze mit der Hereingabe. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Kollegen bieten sich an. Aber dann verlieren sie den Ball. Keine Gefahr mehr. Václav Černý. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ja, da müssen sie aufpassen. Sie spielen steil, gefährlich. Ganz gefährlich. Er geht dazwischen. Ah, wenn sie da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Auf jeden Fall. Vorne steht jemand im Abseits und dann trotzdem dieser Pass. Also das ist ärgerlich. Fischer, Matthias Swanberg, Lovro Meier. So, klasse Pass. Gute Abwehr. Ballgewinn hier. Er verteidigt den Ball. Was macht er drauf? Gehalten, und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Da kommt die Ecke. Befreiungsschlag. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Sie können kontern. Noch ein Tor. 4 Tore Führung jetzt. Also, ich glaube, das ist es hier endgültig gewesen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Lovro Meier. Gut den Körper eingesetzt. Meier. Immer noch mit dem Ball. Flanke kommt. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Gute Parade. Ecke kommt lang. Noch ist der Ball gefährlich da hinten. Das ist der Pausenpfiff in dieser Partie am heutigen Tage. Frankfurt führt. Deutliche Führung zur Pause. Und das offensiv stärkste Team zeigt wieder mal, was es kann.
zeigt wieder mal, wo die Stärken liegen. Sie machen hier, was sie wollen, lassen keinen Zweifel aufkommen, wer hier die bessere Mannschaft ist. Es ist ein unglaubliches Selbstvertrauen zu bewundern. Das könnte eine Gelegenheit werden. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Ball ist unterwegs. Tor, da ist es. Damit beträgt die Führung schon 2 Tore. Das ist der Befreiungsschlag. Aus der Ecke wird also nichts. Jetzt der Schuss. Sichere Parade.